Hallo und herzlich willkommen hier auf Berg zurück bei den Drachen, ihr Lieben. Dienstag, das heißt der erste Tag der Woche ist schon rum. Manche von euch haben vielleicht auch gerade Urlaub oder genießen die Winterferien ohne Schnee, die ihrem Namen keine Ehre machen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt genug vom Schnee. Also wir hatten jetzt ein paar Mal ein bisschen mehr, da wo man sich den Schnee gewünscht hätte zu Weihnachten, da gab es keinen. Also nö, also von mir aus kann es jetzt wieder grün und warm werden. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Gut, wir machen als erstes hier mal wieder unsere Briefchen auf. Was bekommen wir heute? 15 Runen. Naja, nicht ganz so toll wie gestern. Da haben wir 35 mehr bekommen. Aber naja, nicht gestern, vorgestern. Alles klaro. Was sagen unsere Sammelspezialisten? Sammel weiter. Oh, zack, zack, zack. Ich lasse hier mal schön direkt alle weitersuchen. Nicht bewegen, suchen. Da haben wir noch Holz. Da haben wir... Ach ja, stimmt. Unser Grunkel, unser Kampfgrünkelchen ist ja jetzt Level 10. Er kann jetzt Fisch und Holz suchen. Jetzt ist er schon Level 12 und jetzt kann unser Kampfgrünkelchen auch kämpfen. Was mussten wir nochmal suchen mit einem Gronkel? Ach so, beides, Holz und Fisch. Ja gut, dann lassen wir ihn mal als erstes Holz suchen, da ist der Gronkel besser drin. Alles klärchen. Und ohne Zähnchen, was hast du uns mitgebracht? Hm? 96.000 Holz. Ja, das nehmen wir sehr, 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 sehr gerne. Das ist prima. Ich will mal gerade gucken. Ich glaube, den... Ja, genau. Der Valentinstag ist schon wieder raus. Den haben wir natürlich wieder nicht bekommen. Juhu, nicht. Grrr. Aber ohne Zahn ist Level 30. Wir haben einen ersten Level 30er Drachen. Jetzt könnten wir auch Taifumerang finden. Den wir sowieso schon haben. Okay, ohne Zahn ist jetzt Level 30, hat 44 Feuerkraft und bekommt mit dem nächsten Update auf Level 31 sogar nochmal plus 6 dazu. Und wenn dann auf plus 50 Feuerkraft sein, das ist natürlich schon sehr, sehr nett. Wir sollten also auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt nicht zu viel rumgümpeln, bis wir ihn auf Level 31 aufwerten. Kostet uns wie viel? Ach, verflixt, wir müssen die Akademie auf Level 6 aufwerten. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich genau 110 Wikinger. Und um 110 Wikinger zu haben, dafür brauchen wir die Maede-Halle wieder aufgewertet. Das heißt, wir brauchen jede Menge Level 30er Drachen. Jetzt glaube ich noch 5 Stück an der Zahl. Ich glaube 6 waren es, oder? Genau. Ne, 5 Drachen brauchen wir. Das heißt, jetzt brauchen wir noch 4 auf Level 30. Naja, ist trotzdem Arbeit genug. Wen nehmen wir denn da mal als nächstes? Wie viel kostet hier... Ah, stopp, stopp, stopp. Wie viel kostet der Gute? Der Schockrachen kostet 192.000 Holz auf Level 28. Er würde 3 Feuerkraft dazu bekommen und würde 1980 Fisch mehr sammeln in der Stunde. Ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Tja. Was sagt unser Hakadu dazu? Unser Hakadu will nur 40.000 Fisch dreimal, erstmal. Haben wir aber nur noch einmal. Was würde er denn bekommen? Ist der Hakadu auch anderweitig interessant für uns oder nur zum Leveln und Sammeln? Der Hakadu bekommt 2 Fernangriffskraft, wäre damit auf 18 nicht sonderlich interessant und würde 900 Holz mehr die Stunde mitbringen. Das heißt, er würde dann auf etwas über 23.000 Holz die Stunde kommen. Ist ganz nett, nicht überragend, aber... Klingt auf jeden Fall ganz okay. Wenn ich auch gerne jetzt leveln würde als nächstes, das wäre Sturmpfeil. Ich rufe Sturmpfeil mal zurück. Dafür bräuchten wir 120.000 Holz, deutlich angenehmer. Damit käme sie aber erst auf Level 22. Das heißt, mit Sturmpfeil hätten wir noch ziemlich viel Weg vor uns. Bekäme plus 1 Fernangriff, 1080 Holz mehr die Stunde und 1080 Fisch mehr die Stunde. Ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt das Interessanteste von uns, würde ich jetzt mal so behaupten. Naja, wollen wir uns mal wieder an die Flotte machen? An Flotte 30. Wollen wir mal gucken, ob wir es heute hinbekommen. Ohne Zahn hat ja jetzt ein bisschen mehr Feuerkraft in seinen tollen Plasmakugeln. Vielleicht kriegen wir es ja damit hin.
Und ja, ich weiß auch, dass ich die hiermit lenken kann. Aber ich weiß nicht, ob es so toll ist, ob ich sie wirklich damit auf jedes einzelne Schiff lenken soll und damit jede Menge Energie verballer. Oder ob ich erstmal darauf hoffen soll, dass sie nicht von selber das richtige Schiff angreifen. Erscheint mir für den Moment zumindest erstmal logischer. So, diesmal muss ich schauen, dass ich die Drachen früher losschicke, dass sie nicht erst losgehen, wenn ohne Zahn schon unterwegs ist. So, jetzt bitte mal dahin feuern, dass beide Schiffe was abbekommen. Oh, toll, unser Schockdrachen ist schon mal wieder platt. Das da unten, das feuert noch fröhlich auf uns. Das können wir doch gerade mal noch kaputt machen. Kriegen wir das noch kaputt, bevor es uns kaputt macht? Warum feuert denn hier kein Drache mehr? Warum machen die denn nichts mehr? Warum denn? Ich habe doch da drauf geklickt. Ich habe doch da drauf geklickt. Sorry, Leute, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe hier unten auf das kleine Schiff geklickt und keiner der Drachen geht drauf. Das kann ich jetzt echt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ich verstehe es nicht, aber es nervt mich. Und jetzt kann ich die natürlich erstmal nicht nutzen. Für eine ganz schön lange Zeit. Toll. Ja, sehr schön. Nicht. Ah. Ja. Dolle Wurst. Wollen wir den hier nochmal suchen? Das gibt es beim Humpeln Grunzer. Such mal den einfach mal. Tja. Nö, das tut mir jetzt echt leid, aber da kann ich jetzt nicht wirklich großartig was machen. Das ist ja jetzt doof. Das hätten wir eigentlich schaffen können. Ja. Naja, dann müssen wir das nächste Mal in Angriff nehmen. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn jetzt einfach die Folgen aktuell kürzer werden. Aber ich weiß gerade nicht, was ich sonst hier noch großartig reinpacken soll. Deswegen, bevor ich jetzt hier noch ewig rumschwafel, nur dasselbe mache und euch dann langweile, sage ich mal, ich verabschiede mich mal wieder von euch. Und wir sehen uns am Donnerstag in einer neuen Folge Drachen wieder. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.